letzten Jahr, aber es soll ja alles schick sein. Ne? So, jetzt mache ich ein bisschen Sonnenrahmen noch da drauf. Dann mache ich ein bisschen Kaviar noch dazu. So, die Schafgarbe machen wir gleich dazu noch. Also hier ist natürlich auch das, was einfach so ein bisschen knackt, ist dann der Kaviar, der Senf nochmal dazu. Ich muss mal schön trinken, ich habe nicht gerade zu viel Senf gegessen. Das ist jetzt aber, das bricht es jetzt nicht da drin an, sondern das ist ein Werkzeug, wo das gerade alles reinkommt. Ich richte das an und wir servieren das auch, wenn wir im Camping unterwegs sind, genau so. In diesem Ding? In dem Ding, und eine Schafgarbe nochmal oben drauf und ein bisschen Frisee da. So. Das, was wir dann machen, machen eine Glosche oben drauf und die Glosche hat oben einen Einlass. Ja. Ne? Alle Sachen haben wir da drin. So. Und dann habe ich so eine Räucherpfeife. Kennt ihr sowas? Schon mal gesehen, damit kann man keine Der Kollege Räucher. Kennt Räucherpfeife. Das kennt er. Er kennt nicht Karotten, er kennt nicht Sauerkraut, aber Räucherpfeife, da sagt er ja, das kenne ich. Das hat er schon gedacht. Also der Vorteil hier bei diesem Gerät ist, es wird ein kalter Rauch erzeugt. Das kann ich hier einmal auf den Lachs nochmal machen. Das Produkt verändert sich einfach nicht mehr. Das heißt, wenn ich hier mit einem warmen Rauch drauf gehen würde, wird der Lachs dann unter Umständen sich einfach verfärben, wird das Eiweiß stoppen und es kriegt ein ganz anderes, Textur und anderen Geschmack. Das heißt auch, der Unterschied zum traditionellen Räuchern ist natürlich auch, dass wir ein Produkt dadurch nicht haltbar machen können, sondern wir aromatisieren es. Aromatisiert oder schicken wird dadurch einfach haltbarer gemacht. Durch traditionelle Räuchern natürlich. Durch traditionelle Räuchern, aber auch kalt geräuchert, und dann werden von außen die Bakterien einfach auch ferngehalten, wenn es einmal geräuchert. Aber das können wir mit dem Gerät auf die Schnelle jetzt nicht machen. Nein, hier soll es jetzt einfach nur geräuchert schmecken. Genau. Dann haben wir hier Kirschholz, das wirklich fein gehobelt ist und wer schon mal geräuchert. Ne? Habt ihr so ein Kuchenmehl, so ein ganz feines. Ne? Das, was wir jetzt noch nicht zeigen, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt, das sind so Späne. Guck mal, ob ihr das... So wirklich, das ist aus Kirschholz und dieses Kirschholz, das verharzt auch nicht ganz so schnell. So, das machen wir hier rein, wir lassen das Ding einfach laufen. Hier unten drunter ist ein Ventilator, jetzt kommt gerade auch der Wind, genau, ich ziehe um, gleich euch das zu machen. So, mal gucken, ob es funktioniert. Also ich bin kein Raucher, deswegen... Da kommt der Rauch, das funktioniert. Dann kommt der Rauch und Rauch. Nach vorne kommen zum Leben. So, und das, was wir dann machen, wenn wir das so auftragen, dann machen wir das so für unsere Gäste und lassen das dann so 3 Minuten dann da drauf stehen und tragen das so zu unseren Gästen auf. Die Gäste können das, so wie es dann auch ist, einfach mal essen. Wir haben natürlich auch so einen sehr, sehr netten Effekt, dass es erstmal so ein bisschen Kopfkino ist. Man überträgt da wirklich sehr, sehr gut die Aromatik und ist natürlich so ein bisschen Attraktion auch dabei. Und hier, dieser Lachs, den wir gerade nochmal frisch mit der Klarsichtfolie auch abgespannt haben. Dann muss man vielleicht kurz erklären, falls wir es nicht mitgekriegt haben, dann haben wir ein kleines Loch reingemacht in die Klarsichtfolie und dann den Räucherauslass dann mal reingehalten. Genau. So. Aber schon jemand, der ist